Als Selbstständiger hast du es in Bezug auf die Steuer in Deutschland ziemlich schwer. Als Angestellter musst du maximal eine Einkommensteuererklärung machen, aber in den allermeisten Fällen musst du als Angestellter nicht einmal das machen. Das heißt, als Angestellter musst du ganz häufig einfach gar keine Steuererklärung abgeben und als Selbstständiger musst du gleich eine ganze Reihe an Steuererklärungen abgeben. Welche Steuererklärungen du genau abgeben musst und auf welche Steuererklärung du im Zweifel verzichten kannst, diese Frage beantworte ich in diesem Video. Ich habe in anderen Videos schon ein paar Mal erwähnt, dass man immer unterscheiden muss zwischen der Verpflichtung, Steuern zu zahlen und der Verpflichtung, eine Steuererklärung abzugeben. Es gibt bei allen Steuerarten, die für Selbstständige relevant sind, Freibeträge, Freigrenzen, Vereinfachungsregelungen und so weiter. Die bedeuten in den meisten Fällen aber nicht automatisch, dass man auch darauf verzichten kann, die Steuererklärung abzugeben. Wenn das ganze Thema Steuern für Selbstständige für dich noch ganz neu ist, dann schau unbedingt erst einmal das Video an, was ich dir jetzt einmal rechts oben verlinke und was du auch in der Videobeschreibung verlinkst. Da bin ich nämlich ganz im Detail darauf eingegangen, welche Steuerarten du überhaupt generell zahlen musst. An dieser Stelle soll es nur um die Steuererklärungspflicht gehen und nicht die Steuerzahlpflicht. Und als Selbstständiger hast du in Deutschland mit 2 bzw. 3 Steuerarten zu tun. Einmal zahlst du Einkommensteuer auf die Gewinne aus deiner Selbstständigkeit, dann hast du in der Regel mit der Umsatzsteuer zu tun und wenn du gewerbetreibend bist, auch mit der Gewerbesteuer. Und wir schauen uns jetzt einfach mal für jede Steuerart genau an, ob du auch eine Steuererklärung abgeben musst. Als erstes kommen wir zur Einkommensteuer und das Ganze ist ziemlich leicht beantwortet und zwar musst du als Selbstständiger vollkommen unabhängig von der Höhe deines Umsatzes oder deines Gewinns immer eine Steuererklärung abgeben. Das heißt, du musst immer eine Einkommensteuererklärung abgeben. Auch wenn du keinen Cent Umsatz gemacht hast, auch wenn du Verluste gemacht hast, du musst eine Einkommensteuererklärung abgeben. Es gibt sowas wie eine Nichtveranlagungsbescheinigung, also eine NV-Bescheinigung. Die kannst du aber als Selbstständiger, um es mal einfach zu sagen, vergessen. Das heißt, das Ganze gibt es für dich nicht. Du musst tatsächlich als Selbstständiger immer eine Einkommensteuererklärung abgeben. Und damit kommen wir zur Umsatzsteuer. Umsatzsteuerpflichtig ist in Deutschland jeder Unternehmer, also jeder Selbstständige, der gegen ein Entgelt Produkte oder Dienstleistungen verkauft. Tatsächlich auch Kleinunternehmer. Es gibt im Umsatzsteuergesetz nämlich diese Vereinfachungsregelung, die Kleinunternehmerregelung heißt. Wenn du das nicht gehört hast, schau mal in der Videobeschreibung vorbei, da findest du eine ganze Playlist. Und weil man als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer zahlen muss, glauben unglaublich viele Kleinunternehmer, dass sie dadurch auch keine Umsatzsteuererklärung abgeben müssen. Aber tatsächlich gibt es überhaupt gar keine Befreiungsvorschrift. Also es gibt nirgendwo eine Regelung, die dich davon befreit. Das heißt, als Kleinunternehmer musst du trotzdem eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Und das ist eigentlich auch relativ logisch, wenn man sich mal das Formular für die Umsatzsteuererklärung abgibt. Da gibt es nämlich Felder für den Umsatz als Kleinunternehmer. Und das Ganze ist auch gar nicht so aufwendig. Ich habe in einem separaten Video schon mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgenommen, wie du mit Elster Online deine Umsatzsteuererklärung abgeben kannst. Und als Kleinunternehmer ist das Ganze auch absolut schnell erledigt. Aber wie sieht das Ganze eigentlich in der Praxis aus? Denn auch gerade im Kommentarbereich lese ich immer wieder, oh, ich habe als Kleinunternehmer jahrelang keine Umsatzsteuererklärung abgegeben und es hat nie einen gestört. Und das kann durchaus sein. Grundsätzlich ist in § 18 Umsatzsteuergesetz nur geregelt, dass du keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben musst. Also unterjährig musst du als Kleinunternehmer nichts machen. Davon bist du tatsächlich gesetzlich befreit. Aber viele Finanzämter schauen tatsächlich auch darüber hinweg, wenn du als Kleinunternehmer einfach keine Umsatzsteuererklärung abgibst. Das stört die gar nicht weiter. Die wissen ja sowieso, von dir kommt kein Geld und dann sind sie da auch nicht so hinterher. Die sind wahrscheinlich selbst gut beschäftigt. Viele Finanzämter sind vollkommen überarbeitet und die stört es dann auch nicht weiter, wenn du keine Umsatzsteuererklärung abgibst. Aber rechtlich gesehen gibt es dafür tatsächlich keine Grundlage. Also rechtlich gesehen musst du als Kleinunternehmer Umsatzsteuererklärungen abgeben. Wenn du das in den letzten Jahren aber nie gemacht hast und das Finanzamt hat das auch nicht gestört, dann musst du es jetzt auch nicht zwingend anfangen. Wenn du jetzt aber gerade gegründet hast und neu Kleinunternehmer bist, dann würde ich dir grundsätzlich auf jeden Fall empfehlen, mach die Umsatzsteuererklärung, bevor du dir irgendwie Ärger mit dem Finanzamt einhandelst. Und damit kommen wir zur Gewerbesteuer. Und die Gewerbesteuer ist ziemlich einfach, wenn du Freiberufler bist. Denn Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer zahlen und auch keine Gewerbesteuererklärung abgeben. Die haben einfach gar nichts mit Gewerbesteuer zu tun. Und ja, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, wenn du Freiberufler bist. Du hast dir diesen Arbeitsschritt auf jeden Fall gespart.
Und wenn du gewerbetreibend bist, dann weißt du mit Sicherheit, dass du da einen Freibetrag hast. Also du musst Gewerbesteuer erst zahlen, wenn dein Gewinn höher ist als 24.500 Euro. Und auch da stellt sich die Frage, muss man jetzt eine Gewerbesteuererklärung machen, wenn der Gewinn drunter ist? Also wenn ich beispielsweise 15.000 Euro Gewinn mache, muss ich dann eine Gewerbesteuererklärung machen, auch wenn ich weiß, dass ich gar nicht zahlen muss? Und da gibt es tatsächlich ein Gesetz, also einen Paragraphen, der diese Antwort genau liefert. Und zwar ist es Paragraph 25 Gewerbesteuerdurchführungsverordnung. Und da schauen wir einmal rein. Da steht nämlich in Absatz 1 Nummer 1. Eine Gewerbesteuererklärung ist abzugeben für alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, deren Gewerbeertrag im Erhebungszeitraum den Betrag von 24.500 Euro überstiegen hat. Hier steht also, du musst keine Gewerbesteuererklärung abgeben, wenn dein Gewinn unter diesen 24.500 Euro liegt. Und jetzt sehe ich gleich schon wieder einige von euch schreiben, bei mir will das Finanzamt aber unbedingt eine Gewerbesteuererklärung sehen. Ja, das kann tatsächlich sein. Die Gewerbesteuer wird von den Gemeinden erhoben und unterschiedliche Gemeinden behandeln das tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Wir sehen auch in § 25 Gewerbesteuerdurchführungsverordnung weiter unten einen weiteren interessanten Punkt. Da steht nämlich in Absatz 1 Nummer 7, eine Gewerbesteuererklärung ist abzugeben für alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, für die vom Finanzamt eine Gewerbesteuererklärung besonders verlangt wird. Das bedeutet, wenn das Finanzamt möchte, dass du eine Gewerbesteuererklärung abgibst, dann musst du es machen. Auch wenn dein Gewinn nur bei 5.000 Euro liegt, bei 10.000 Euro liegt und so weiter. Und hier vielleicht ein wichtiger Aspekt. Wenn du einen Verlust gemacht hast, dann solltest du auch unbedingt eine Gewerbesteuererklärung abgeben, denn du kannst diese Verluste verrechnen mit Gewinnen in anderen Jahren. Das Ganze kannst du aber nicht machen, wenn du keine Gewerbesteuererklärung abgibst. Das heißt, wenn du Verluste machst, dann solltest du ein Eigeninteresse haben, tatsächlich auch eine Gewerbesteuererklärung abzugeben. Wenn dein Gewinn unter 24.500 liegt, dann liegt es in der Hand des Finanzamtes und wenn dein Gewinn über 24.500 Euro liegt, dann musst du tatsächlich auch eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Natürlich kann es sein, wenn du in bestimmten Bereichen tätig bist, du gegebenenfalls auch noch andere Steuererklärungen abgeben musst. Auf die möchte ich hier in diesem Video aber zumindest nicht eingehen. Ich möchte aber auf einen bestimmten Paragraphen aus der Abgabenordnung noch einmal separat eingehen. In Paragraph 149 Abgabenordnung, da heißt es Abgabe der Steuererklärung, da steht in Absatz 1. Die Steuergesetze bestimmen, wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist. Genau das haben wir in diesem Video beantwortet. Aber zweiter Satz, ganz wichtig, zur Abgabe einer Steuererklärung ist auch verpflichtet, wer hierzu von der Finanzbehörde aufgefordert wird. Das bedeutet, dass das Finanzamt grundsätzlich immer auch eine Steuererklärung von dir verlangen kann, obwohl du unter Umständen vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, befreit sein solltest. Das heißt, du kannst ja eigentlich merken, wenn das Finanzamt von dir eine Steuererklärung möchte, dann solltest du sie auch abgeben. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich deine Frage beantworten. Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du keine Lust mehr hast, irgendwelche Steuererklärungen abzugeben, dann lass es halt jemand anderen machen. Oder nimm eine Software, mit der es mehr Spaß macht. Da habe ich einige Empfehlungen. Und diese Empfehlungen findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch einmal hier. Du kannst aber natürlich auch noch die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen. Sehr empfehlenswert. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.